Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf meinem Kanal. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Ich bin wieder mit einem Adventskalender am Start. Und zwar habe ich einen Tee-Adventskalender von Three of Tea. Das ist eine Untermarke von My Müsli. Also ihr bekommt ihn auch bei My Müsli zu kaufen. Das finde ich richtig cool. Es gibt ja noch einen Schoko-Adventskalender, den Tee-Adventskalender und eben halt den Porridge- und die Müsli-Adventskalender. Den Deluxe habe ich euch ja schon vorgestellt. Den Porridge habe ich euch auch auf Instagram gezeigt. Und heute zeige ich euch den Tee-Adventskalender. Ich freue mich riesig. Ich liebe Tee. Ich freue mich immer total, wenn die kalte Jahreszeit losgeht und man dann endlich wieder Tee ohne Ende schlürfen kann. Ja, und dieser Adventskalender hat eben 12 Türchen. Der hat keine 24, aber wir haben Tee hier drin und das finde ich so super. Wir gucken uns den jetzt mal gemeinsam an. Ich habe noch einen Rabattcode. Der ist noch der vom letzten Mal. Der steht unten in der Infobox drin. Ich werde euch auch den Rabattcode nochmal hier einblenden. Wichtig zu wissen ist, dass der Rabattcode erst am Ende, wenn ihr bezahlt, abgezogen wird. Ihr könnt aber unten auch einfach über meinen Link reingehen, da wird das direkt im Warenkorb abgezogen. Auf diesen Adventskalender gibt es leider keinen Rabatt, aber auf alle anderen Adventskalender von My Müsli bekommt ihr diesen Rabatt. Also das lohnt sich auf jeden Fall, vor allen Dingen für den Deluxe Adventskalender, den fand ich super. Ja, und ihr bekommt halt momentan bei My Müsli auch diese ganzen Weihnachtssachen, zum Beispiel das hier, das ist dieses Mini-Set, also das ist das Christmas-Set, da habt ihr dann zum Probieren je, also von jeder Sorte zwei Stück drin. Das wollte ich euch auch noch zeigen. Das sieht einmal so aus und da könnt ihr euch mal durch die weihnachtlichen Sorten durchprobieren oder prima als Nikolausgeschenk oder sowas. Ja, da sind drei Sorten drin. Also einmal Apple Macadamia Cinnamon, dann Christmas Choco Crunch und Christmas Cookie Granola. Also drei weihnachtliche Sorten. Jeweils zwei Döschen könnt ihr euch auch teilen mit jemand. Auf jeden Fall bekommt ihr momentan sowas auch bei My Müsli. Ja, die waren so lieb und haben mir das mitgeschickt. Ich werde das auf jeden Fall testen und freue mich da schon sehr drauf. Und jetzt würde ich sagen, ich hoffe, ich habe euch alle Fakten zu dem Adventskalender gesagt. Der kostet 54,90 Euro im Shop und ja, hat eben 12 Türchen mit Tee, losen Tee. Wir gucken jetzt rein, was da für Sorten drin sind. Wenn ihr Lust habt, bleibt sehr gerne dran. Fangen wir direkt mit Türchen Nummer 1 an. Wir haben hier auch solche Kläppchen zum Aufmachen. Was ich euch sehr empfehlen kann, ist der Deluxe Adventskalender. Der lohnt sich richtig mit dem Rabattcode und vor allen Dingen auch der Porridge Adventskalender. Den fand ich auch genial. Also die haben so tolle Sorten da drin. Und hier haben wir jetzt die Minis drin. Also es gibt kleine Dosen und es gibt große Dosen. Das hier sind jetzt immer 20 Gramm. Also da könnt ihr das dann mal probieren. Ich habe mir übrigens auch, das habe ich mir selbst gekauft, auch die Flasche, die es gibt. Und dann gibt es so eine Art Teekanne, die man auf die Tasse draufhalten kann, wo man sich den losen Tee schon aufbrühen kann. Und dann kann man sich das schön in die Tasse abportionieren. Das finde ich richtig cool. Da müsst ihr mal gucken. Ich habe das sonst noch nirgendwo gesehen. Auf jeden Fall haben wir hier Miss Grey. Das ist Schwarzteemischung Earl Grey mit Zitrone. Also was ganz Klassisches haben wir hier. Genau, mit Bergamotte-Geschmack. Ringelblumen, Kornblumen, das finde ich echt interessant. Ich will mal gerade gucken, ob die offen sind. Ne, die sind oben noch zu, aber ich zeige euch den hier gerade mal. Ich will jetzt nicht jeden aufmachen, damit die das Aroma nicht verlieren, aber das sind richtig. Ich habe auch von den Tees schon ein, zwei Stück hier. Den Berry, nee, Ruby heißt der, glaube ich, den habe ich hier und den Ginger Glow. Ja, riecht auf jeden Fall total frisch und sieht auch gut aus. So, Tee Nummer 2. In der Nummer 2 haben wir Roy Lemon drin. Grüner Rooibos-Tee aromatisiert mit Zitrone. Das hört sich auch gut an. Also diese Dosen sind auch total süß, ne? Gefällt mir auch gut so von der Aufmachung. Ja, grüner Tee, grüner Rooibos-Tee mit Zitronenschalen, Ringelblumen ist auch gut. Gefällt mir. In der Nummer 3 haben wir den Red Ruby. Genau, so heißt er. Den habe ich auch schon hier. Der riecht so gut. Früchtetee mit Hibiskus und Himbeere. Der ist wirklich gut. Da ist Brombeerblätter sind hier drin. Himbeeren, Hibiskusblüten, Apfelstücke, Hagebutteschalen. Das ist ein ganz, ganz leckerer Tee. So, Türchen Nummer 4. In der Nummer 4 haben wir Tropical White drin. Und zwar ist das eine Weißteemischung aromatisiert mit Orange und Papaya. Papaya-Stück und Orangenstück. Das ist ja cool. Ich habe jetzt schon gedacht, oh, da ist bestimmt Ananas drin. Da habe ich eine Allergie gegen. Aber nein, da gucken wir jetzt auch mal rein. Das interessiert mich mal. Der riecht bestimmt so, so gut. Oh, der sieht aber gut aus. Schaut mal, so sieht der aus. Sind richtige Stückchen drin. Macht auf jeden Fall einen leckeren Eindruck. Riecht auch gut. Riecht nicht so künstlich, sondern sehr natürlich, aber frisch. In der Nummer 5 haben wir Oh Purple Melody drin. Das ist auch interessant. Und zwar ist das ein Früchtetee mit Pflaume und Orange. Also aromatisiert, ne? Das ist mit
Das ist mit Apfel, Hagebutte, rote Beete, Sternanis, Orangenschalen, Hibiskus, Pflaumenstücke und Moringa. Cool. Also einmal Pflaume. Kommen wir zur Nummer 6. In der Nummer 6, oh geil, in der Nummer 6 haben wir Strawberry Bliss drin. Und zwar ist das Früchtetee mit Orange und Erdbeeren. Oh, das ist auch schön. Mit Stevia-Blättern ist das sogar so ein bisschen gesüßt. Dann wird der wirklich schön süß schmecken, vermute ich mal. So, Türchen Nummer 7. Der ist so leicht, der Kalender. In der 7 haben wir Molly Roast. Was ist das denn? Grünteemischung mit Jasminblüten. Oh, schön. Grüntee mit Holunderblüten, Rosenblüten und Jasminblüten. Auch eine interessante Mischung, ne? Also da bin ich auch mal gespannt. Hier steht auch immer drauf, wie lange das haltbar ist. Also bis zum 11.08.2024 sind die haltbar. In der Nummer 8 haben wir Sun of Heaven drin. Das ist ja auch Sencha-Grüntee-Mischung mit Mango. Das hört sich ja sehr tropisch an. Mit Kornblumen, Mangostücke, grüner Tee und Ringelblumen. Also einmal so eine tropische Mischung. In der Nummer 9 haben wir Garden Blossom drin. Und zwar Kräutertee mit Pfefferminze. Was ganz klassisch ist, liebe ich. Aber ich trinke super gerne Pfefferminztee. Und hier ist Zitronenmelisse, Pfefferminze, Apfelstücke, Orangenschalen, Hagebutteschalen, Ringelblumenblüten, alles drin, ne? So, jetzt gucke ich gerade, jetzt kommen wir zur 10. In der 10 haben wir Peachy June drin und zwar mit Pfirsich, Aprikose und Kokos. Wie geil hört sich das denn an? Da gucke ich jetzt auch mal rein, das interessiert mich mal, ich werde die ja eh alle trinken. Oh, guckt mal, was hier Früchte drin sind. Und hier ist auch richtig, also hier ist richtig Kokosnuss, Früchte. Ich sehe hier noch, also ich sehe die Früchte. Das ist total geil. Oh, das riecht richtig gut. Also das ist eine schöne Sache. Der Kalender, muss ich echt sagen. Und ihr könnt auch diesen Adventskalender einmal komplett auf Instagram gewinnen. Also folgt mir sehr gerne auf Instagram. Macht mit. Ich werde das irgendwann, entweder habe ich es schon gepostet oder ich werde es noch posten. Haltet die Augen offen und dann macht sehr gerne mit. In der Nummer 11 haben wir Purple Melody nochmal drin. Ach, warum haben wir zweimal Purple Melody drin? Ist wahrscheinlich ein beliebter Tee. Also wir haben zweimal Purple Melody drin. Ich weiß nicht, ob es so viele Sorten nicht gibt. Ich glaube, das ein Fehler ist. Auf jeden Fall haben wir. Mir soll es recht sein. Ich finde Pflaumentee sehr, sehr geil mit Orange. Ich liebe sowas. Und von mir aus kann das dreimal drin sein, weil ich das sehr gerne mag. So, das waren jetzt die Türchen gewesen. Jetzt haben wir oben noch die 12. Das ist ein größeres Türchen. Hier haben wir auf jeden Fall eine große Dose drin. Das ist sehr schön. Oh, und in der großen Tür haben wir einmal Ginger Cloud drin. Den habe ich schon zu Hause. Finde ich richtig gut. Mit Ingwer und Zitronengras. Da habe ich letztens so viel von getrunken. Ich hatte mir spät nachmittags noch eine Riesenkanne hier mitgemacht. Und nachts durch den Ingwer, ich habe so geschwitzt, Leute. Mir war so heiß durch den Ingwer, ne? Das kurbelt ja so ein bisschen auch den Stoffwechsel an und so. Mir war so heiß gewesen. Ich habe eine Riesenkanne getrunken. Auf jeden Fall freue ich mich darüber, weil der schmeckt wirklich enorm gut. Der ist ganz frisch und also den kann man auch kalt sehr gut trinken. Alle Tees kann man warm und kalt trinken. Von daher, ich freue mich auf jeden Fall über diesen Tee. Und jetzt haben wir ja richtig coole Sorten. Also ich habe 2, 4, 6, 8, 10, 12 Tees. Mega cool. Also davon ist halt einer groß. Das finde ich wirklich gut gelöst, muss ich sagen. Ja, sehr, sehr schön. So, meine Lieben, das war einmal der 3 of Tea Adventskalender. Ich finde den geil, weil ich ja auch Tee so liebe und da kommt man ja auch richtig lang mit hin. Also da ist richtig viel drin. 20 Gramm ist ja beim Tee nicht gerade wenig, weil der nichts wiegt. Ich finde, dass der wirklich sehr schön ist und wenn man Tee liebt, wird der sich auf jeden Fall lohnen. Was ich mega finde, was vielleicht manche nicht so gut finden, ist, dass da zweimal der Purple drin ist. Ich freue mich, weil das ist für mich eine Geschmacksrichtung vom Tee, was ich im Winter sehr bevorzuge. Also ich finde auf jeden Fall Purple bzw. Pflaume finde ich immer total geil und das gerade ein bisschen aromatisiert mit Marzipan oder so, fahre ich voll drauf ab, deshalb macht mir das nichts aus, aber ich kann mir vorstellen, dass es eventuell den einen oder anderen stört, dass da zweimal dasselbe drin ist irgendwie in einem Türchen, dass sich da was gedoppelt hat. Aber ja, gut. Schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr den Kalender findet. Wie gesagt, ihr könnt meinen Code noch nutzen. Der gilt auf alle Adventskalender, außer auf diesen hier. Aber ich wollte den so unbedingt auspacken und wollte ihn euch zeigen, weil ich das cool finde, einen Tee-Adventskalender. Und ich hatte noch keinen mit Tee auf meinem Kanal, deshalb fand ich das ganz spannend. Ja, genau. Also könnt ihr sehr gerne unten in der Infobox gucken. Ich danke mal Müsli für die Zusendung dieses Adventskalenders und macht sehr gerne mit bei Instagram, bei dem Gewinnspiel, bei der Verlosung. Also ich würde mich
mich riesig freut. Ich durfte erst letzte Woche einen an einen von euch verlosen und die Dame hat sich riesig gefreut. Also ich finde das auf jeden Fall so eine tolle Möglichkeit und wollte auch nochmal Dankeschön sagen für die Möglichkeit, das machen zu können für euch. Jetzt würde ich mich verabschieden. Ich wünsche euch was und würde sagen, bis zum nächsten Video. Tschüssi, eure Nicole. It's just gonna be you and me. Hanging by the